Muss ich aufpassen, dass ich eben nicht die ganzen Dinger hier wegfasse. Hot Pot Hot, genau. Was wird es sein, Leute? Habe ich vielleicht Lust auf Burger? Das Problem ist, Pommes bestellen ist immer so eine Sache. Bin ich kein Fan von, weil Pommes meistens super ranzig und matschig ankommt. Was nicht mal im Laden selbst liegt, sondern einfach an der Verpackung und an der langen Reisezeit. Was quasi unvermeidlich ist. So. Wir machen sofort weiter, Leute. Lass mich nur noch mal ganz kurz hier eben gucken. Doppelte Currywurst. Riskiere ich es? Es kann sehr lecker sein, was dabei rumkommt. Es kann aber auch totaler Reinfall sein. Klassischen Cheeseburger mit Pommes oder so. Es könnte geil sein. Pommes bestellen ist so Woodface. Ja, nee, ganz ehrlich, ich glaube, ich bleibe einfach safe. Ich nehme einfach Reis oder Nudeln. Haha. Nehmen wir mal das hier. So. Aber da das noch nicht der Mindestbestellwert ist, verflucht seist du! Stimmt, du stellst ja heute für dich alleine, Sweet Thumb. Ja. Ich hab's bald, Leute. Oh ja, nice. Nehme ich das einfach noch. Dennis guckt gerade den Sun und Moon Anime. Ich gucke eine Sekunde rüber und dann guckt Mauzi, Mimikyu und dann Rock. Why not, ne? So, Leute, ich hab's gleich. Ich hab's gleich! Feuert mich an! Schnell, ihr schafft das! Ihr schafft es, mich anzufeuern! Ich feuer euch an, dabei mich anzufeuern! Das ist doch meine Logik, wa? Wie Passwort falsch? Leck mich doch am Arsch. Ich glaube nicht. Aha. Da habe ich mich einfach vertippt. Nee, war bestimmt ein Bug. Ich vertipp mich doch nicht. Wobei, ganz ehrlich, ich habe tatsächlich auf einer Plattform einen Bug mit dem Passwort. Ich muss es immer zweimal eingeben, weil er beim ersten Mal immer sagt, nö, ist falsch. Und ich vertippe mich definitiv nicht. So, vielen Dank, wir übermitteln deine Bestellung jetzt. Wir übermitteln. Doch, ist richtig, ich habe mich nicht verlesen. So. Okay. So, Leute, ich sehe, ihr habt mich fleißig angefeuert mit Nein, du wirst scheitern. Hey. Das ist lieb. Dankeschön, Space Pepe. Was, Pepe? Pepe der Frosch? Ja. Hier, guck, ich schreibe sogar auch ein kleiner 3 in den Chat. So, Rübe, ich bin bereit. Ich gehe da jetzt rein. Ich gehe da jetzt rein, Mann! Hau Wo sie kommt die weg! eigentlich her? Ach nee, warte, ich krieg ja Cutscene. Kriegst eine Cutscene. Kriegst eine Options, Schnittszene. Options, 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 Options. Options, 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 Options. So, Mergos, Mergos, Amme. Ich muss übrigens mal kurz mein Headset so halb vom Kopf drehen, damit ich die Klingel zur Not höre. Wobei, so schnell werden die schon nicht sein, aber. Das ist 5 Minuten später. Oh, wir hatten 5 noch Minuten was über. später. Au, 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 au. Wenn sie dabei nicht immer auch so ein bisschen nach hinten schnetzeln würde. Ne? Aber das ist ja der Clou dahinter. Die Fiese. Oh, da konnte ich dick Schaden drücken gerade. Kann man die überhaupt parryen? Ich glaube nicht. Och, fang doch nicht damit schon an. So, dann renne ich mal direkt hinter dir, wa? Jo. So. Run, Forest! Das war zum Glück nicht knapp. Danke für das Lob, Pepe. Freut mich, dann hoffe ich, dass dir die Streams auch zusagen werden. Weil wir quasi schon fast am Ende sind. Also die Es ist noch letzten. nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei.
Guck mal, jetzt zum Beispiel, ich sehe überhaupt niemanden. Im Sinne von, ich werde nicht mal ansatzweise angegriffen. Deswegen meine ich, am besten einfach immer im Kreis laufen, macht man nichts verkehrt. Und außer es passieren so komische Dinge wie eben bei uns. Das war dann total absurd. In einem gewissen Teil wird es auch hinter mir dann hell. Willkommen zurück, Eisbomber. So, hi Mergo. Dieser Angriff ist so dumm, wenn er das macht, so easy auszuweichen. Und schreibt quasi auf die Stirn, please punish me. Ja, ist ja in Ordnung, Kind. Wollte gerade sagen. Ja, da bin ich etwas lachend in die Kreissäge gelaufen, muss ich sagen. Easy ausgewichen. Das war ein Stagger. Das kann man kein Eingeweide Angriff machen, aber staggern kann man. Au. Au. Hat sie wieder hart keine Lust? Tat weh, by the way. Ich glaube, der tut auch schön weh, wenn man davon getroffen wird. Geht tatsächlich sogar. Ich glaube gar nicht so sehr, wie er aussieht. Weil ich wurde nämlich eben davon getroffen. Und ich lebe. Also nicht in dem Kampf, sondern in dem davor. Aber da war ich auch der Host. Und wir wissen wieder, wie das Spiel einen zu einem Nicht-Host einfach heftig sagt, ne, du bist scheiße. Bleib doch mal auf dem Meter stehen. Geh in deine neue Form, damit du jetzt stirbst, weil du in einer Emotion gefangen bist. Ja, 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 ja. Rasieren. Easy. EZ, Leute. EZ. Ich mach mal kurz die Tür von meinem Zimmer auf. Wegen Klingeln, dann muss ich nämlich das Headset nicht so komisch haben. Kommt wieder und da steht einfach nur Nightmare Slain. Aber ihr seht auch, warum ich die andere Form nicht kannte, weil normalerweise stirbt das Ding halt immer so schnell schon. Yippie! Ja, Fungin hier. Als ob ich das vergessen würde, Pepe, bitte. Ich vergesse nichts, was ich jemals gemacht habe im Internet. Auch nicht damals, als ich mir einen Clipfish-Account erstellt habe. Ich habe wirklich einen Clipfish-Account, glaube ich. Mensch, sieht gut aus bei dir. Hä? Ach, weil der Nightmare brennt. Zu Hause meinst du, weil alles wieder brennt. German awaits you. Ja, das kann er gerne machen. Schade darüber, dass du bei der 5. GPL nicht dabei bist. Ja, aber... Ich hab keine Lust, YouTube-Videos zu machen. Der Hashtag-Aufwand, Leute. Ist richtig Hashtag-Aufwand diesmal. Die Frage ist jetzt, wir haben jetzt Mergos Anne. Anne, genau. Mergos Anne. Mergos Anne. Mergos Anne. Mergos Anne? Früher besiegt als geplant. Von mir? Ja, ich habe gedacht, dass wir ein bisschen länger dafür brauchen. Und ich will das nicht zu viel ohne Talion machen, ehrlich gesagt. Seid ihr eigentlich nicht zu dritt? Ja, Talion ist abgehauen, der hat keinen Bock mehr gehabt. Was sagt denn der Tacho? Geld von Clipfish? Ja, das ist halt schon... 2042, Weißt du, was wir jetzt machen, Rübe? Matten? Wir betteln uns jetzt. Einmal. Oh, ich geh nur kurz auf den Feed Reward. Um zu gucken, ob ich da vielleicht noch ein Drittel einer Nabelschnur kriege. Und wir treffen uns, Mergos Olle, genau. Wir treffen uns, ja. Ja, Logarius können wir machen. Aber du hast doch das ganze Kanehearth-Ding noch gar nicht gemacht. Ach, easy. Wobei, weißt du, dann gehe ich einfach mit dir und mach Kanehearth komplett mit. Mhm. So, jetzt sind hier aber alle weg. Habe ich die alte jetzt verpasst irgendwie? Soll mir nun ein hervorragender Vorschlag. Ihr bettelt jetzt. In der Hoffnung, die Klingel trotzdem zu hören. So. Ich stehe jetzt quasi direkt beim Verlass und Schloss Kanehearth und bimmel meine kleine nachhaltende Bimmel. Oh, warte, ich muss ich nicht noch die Einladung holen? Das musst du auch noch alles machen. Ja. Dance Game.
Warte, dann muss ich durch den Wald, ne? Dann musst du durch den ganzen Wald nochmal. Kannst du mich nicht durch den Wald begleiten eigentlich? Aber du warst da doch schon. Du kannst dich einfach zu den Hexen von Hembig teleportieren und von da aus dann dahin gehen. Also, auch da, wo ich die Ding kriege? Also die Einladung, meinst du? Ach so, das musst du auch noch alles machen. Aha. Moment. Deswegen gehe ich ja gerade ins Wäldchen. Frage ist, wo geht man da am besten lang? Mhm. Kurz überlegen. That's my problem. Wald. Warte mal, jetzt kann ich doch eigentlich meine Würmchen zerquetschen und erstmal mit dem Typen hier reden. Ja, kriegst halt ein Register, glaube ich. Du kannst ihn bei Ludwig zur Hilfe rufen, wenn du das möchtest. Richtig zertreten. Weil die kann man nicht multiple usen. Nee, muss immer alles schön einzeln platt treten. Da, wo die Shadows of Yharnam sind, kommt man von da aus vielleicht schnell dahin? Kann ich mir nicht vorstellen. Die Sache ist, warte mal, ich glaube, ich kann doch gar nicht dir zur Hilfe kommen, oder? Weil der Boss tot ist, oder war das nur in Dark Souls so? Das geht bestimmt. Weiß ich nicht, in irgendeinem Teil ging das nämlich, glaube ich, nicht. Ich glaube, Verbotener Wald ist die nächste, die am nahesten gelegene, kann das Wort gerade nicht ausformulieren, Stelle, um zur Einladung zu kommen. Warte mal, muss ich erst mit ihm reden, bevor ich die Würmen kaputt mache? Weiß ich nicht. Das wäre schon ganz schön bescheuert jetzt so. Das kann ich dir nicht sagen, denn ich weiß es nicht. Chat, weiß das einer von euch gerade kurz, weil ich habe jetzt nämlich 5 Würmen kaputt getreten, mit ihm geredet, dann hat er irgendwas von Würmen gelabert und labert jetzt immer noch das. Ja, nee, er gibt mir nichts. Komm einfach zum verbotenen Wald. Nee, Moment, ich sehe es jetzt nicht ein, dass meine Würmen weg sind. Warte, geht das nicht, wenn ich jetzt die PlayStation einfach ausmache und sie dann wieder anmache, dass ich das cheesen kann. Probier das einfach mal aus. PS4 ist schon bis dann. Ich sehe gerade, ich stehe sogar quasi direkt vor dir. Ich stehe nämlich genau vor einer Lampe, wo du zu dem Wurmzertreter-Typ hinkommst. Mhm. Komm, Blazy, rede mit mir. Piep. Für den Liga-Fritzen muss ich kurz in den Traum und wieder zurück. RIP. Stimmt. Und das war bei mir damals auch so. Also, nachdem ich die Wormans zerquetscht habe, oder wie jetzt? Ja. Jetzt geh in den Traum, dann gehst du wieder hin und so weiter. Viel Spaß, Space People. Ja, ja, konsultiere vor Gebrauch einen Arzt. Ist schon da. Oh Gott. Ach ja, mein Akku war fast leer. So. Hau rein, Riptex. Also ich stehe an der Brücke und warte auf dich, um mit dir gemeinsam die Einladung zu holen. Hohoho. Hoho. Oh, meine Güte. Am Ende der vorherigen Sitzung hast du nicht das Spiel verlassen gewählt. Ups. Oh oh. Was, hast du das Spiel ausgemacht? Ja. Der Rage Quit. Damit ich für den Fall, dass ich verbocke, meine Würmens nicht verliere. Aber das speichert doch direkt. Also immer, oder nicht? Ja, ich hoffe, dass ich damit jetzt gerade ein bisschen duken konnte, weil da ja dieses Autosave-Zeichen nicht war. Stimmt.
Ja. Oh, ich muss gerne gehen. Ich habe aber auch echt nicht gut geschlafen, Leute. Aber nicht gut geschlafen. Hast du dich denn mittlerweile vom Zeitumstellungs-Jetlag erholt? Ja, denk schon. Ich denke schon. Guck mal, die Krähe hier, die ist sogar schon fast bei mir. Okay, nee, ganz perfekt war das nicht. Okay, dann gehe ich jetzt einmal in den Dream und wieder zurück und dann hoffe ich mal, das klappt. Guten Abend, Alternes. Jetzt klappt es genau deswegen nicht, weil ich das Spiel beendet habe. Das wäre lustig. Weinig. Also, nicht wirklich lustig, aber du weißt, was ich meine. Na doch, das wäre legit lustig. Tobi, 2 Monate Treue, dankeschön. Macht ihr eigentlich Ludwig und braucht dann auch 9 Stunden dafür wie Funk? Hoffentlich nicht. Ich das glaube, ist ein Multiplayer-Ludwig. Es ist ein Multiplayer-Ludwig, also wahrscheinlich ja. Nur 4 Stunden geratzt, okay. Ich habe länger geschlafen, allerdings nicht besonders gut. Also nicht besonders erholsam. Mann, Leute, Rübe lässt mich voll warten. Mann, ey. Ja. Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Ballen. So, Typ, gib mir Dinge. Bitte. Ah, very good. You've crushed some vermin. Danke. Dum, 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 dum. Leak stuff. Leak oath. Ja. Okay, Dosenmann. Ich weiß zwar auch nicht hundertprozentig, was mir das jetzt bringt. Wieso kann ich meine große Bimmel nicht bimmeln? Wo stehst du denn gerade? An der Fackel von Dingsbums. Dann, weil der Boss tot ist. Habe ich doch richtig vermutet. Oh, wirklich jetzt? Das hatten wir nämlich, glaube ich, schon mal in dem Stream. Ach, Mann, ey. Ja. Naja, egal. Ich habe eine Anleitung bekommen, wo ich lang muss. Ich weiß halt nicht, was du mit deinem Leben machst. Ah, nee, warte mal. Wir wollten doch eventuell uns prügeln. Genau, dann prügeln wir uns jetzt einfach zum Finale. Oh. Und zwar auch an der Brücke. Einfach, weil ihr ist gerade so schön frei. Wie genau geht das denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du musst auch die kleine nachhallende Glocke oder? Nee. Nee, die Sinister? Nee. Doch, ach stimmt, die müssen wir erstmal kaufen. Moment. Warte, ich glaube, ich hab die schon. Kaufe ich mir mal eben, Leute. Ich hab die nämlich noch nicht. Aha! 18 Stunden ja. Multiplayer, Ludwig. Bedenke, wir sind zur Drittlinie. Ah nee, die Sinister habe ich tatsächlich selber auch noch nicht. Also 27. Und zwar 27 jeweils für jeden. Ich habe schon ein bisschen Schiss davor, was? Muss ich dir ehrlich sagen. 27 was? 27 Stunden für Ludwig. Weil ach, Funk so. Hat 9 gebraucht, wie also das Dreifache und zwar 27 Stunden für jeden. Ja, kann schon absoluter Krebs werden. So, ab in den verbotenen Wald. Ich habe noch nie legit... Doch habe ich, weil ich mal invaded wurde, ein paar Mal. Aber die meisten Invader haben mich immer angefeuert, während ich gegen Gegner kämpfe. Stand da daneben und so, ja! Ich muss schon wieder gähnen, Leute. Irgendwie habe ich gerade so tief. Oh mein Gott. Ich habe eigentlich relativ lange geschlafen sogar. Leute und werde Gegner eines Jägers einer anderen Welt. Die läuten wir einfach jetzt beide bei dem verbotenen Waldlaternchen und dann sollten wir uns eventuell auf die Schnauze hauen. Ja, wenn das so klappt. Crazy Sheep Typhoon, 3 Monate Treue, danke dir. Krieg eine Cola oder einen Kaffee. Mache ich, glaube ich, gleich auch. Was war das gerade für ein Soundeffekt? Kurz. Nette Invade in einem Souls-Spiel? Ja. Ich kill mal den Typen da vorher. Ich weiß halt legit nicht, ob das so funktioniert. Ich auch nicht. Wisst ihr das? Omar, du hast doch Ahnung von allem. Geht das so, dass wir beide... Wir haben jetzt beide die finstere Glocke geläutet. Funktioniert das dann? Krieg ich gleich von irgendeinem anderen dicken Onkel auf die Schnute. Kellen ist weg. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Ja. Also wir wollen uns kloppen. Darum geht's gerade, Omod. Wir haben jetzt beide die finstere nachhallende Glocke geläutet. Oder muss der andere die Herausforderungsglocke... Ach, wahrscheinlich musst du die Herausforderungsglocke trotzdem läuten.
Stimmt, ja, da klar. Wahrscheinlich ist das so. Warte, dann läute ich mal die Herausforderungsglocke. Searching for the chime of a sinister bell steht bei mir. Huh. Wo ist denn mein Stummmachgerät? Warte, lass du mal deins an. Ich mach mal. Mhm. Läut mal die Herausforderungsglocke. Ach nee, kann ich ja nicht, weil Boss schon tot ist. Ja, das ist halt so mein Bedenken. Stimmt, dann wird das. Da kommt immer irgend so ein krasser Soundeffekt, aber irgendwie passiert nichts. Ja, die ganze Zeit so ein. Ja, genau, das kommt bei mir auch. Ihr müsst in ein Gebiet, wo einer den Boss noch nicht besiegt hat. Warte, bist das nicht du? Was? Ist das du? Ich bin gerade wohin teleportiert worden. Also bei mir stand nichts. Wo den Boss noch nicht besiegt hat. Enter the world of Drick. Hallo, Drick. Hi, Drick. Ich will erst mal Hallo sagen. Hallo. Ich kann mich nicht verbeugen, weil ich ein Noob bin. Oh, Drake, du machst Physical Damage, das ist gerade mein Problem. Okay, Roman hat mir gerade geschrieben, wie das funktioniert, das ist heftig kompliziert. Ihr müsst in ein Gebiet, wo eine den Boss noch nicht besiegt hat, sein und dort warten, bis die Glockenfrau aktiv ist. Dann kann man via Finsterglocke in die Welt des Spielers, der den Boss noch nicht besiegt hat. Da habe ich dann doch keine Lust drauf und ich glaube, dann warten wir, bis Rübe ihren Gegner da platt gemacht hat und machen dann zu für heute, bis Talion wieder da ist nächste Woche. Ich erwisch den einfach gar nicht, weil meine Range zu kurz ist. Danke für die Hilfe, Omod. So, dann setze ich mich jetzt hier auf den Boden. Ich erwisch wirklich gar nicht. Oh nein, der hat das grüne Schwert, was auch immer das ist. So, das heißt, wir haben heute wieder drei Bosse geklatscht.